13 Jahre Swisscor im Einsatz. Zeiten und Aufgaben ändern sich. Sommer 2012. Neu stehen die 220 Swisscor-Angehörigen über den ganzen Kosovo verteilt im Einsatz. Wir werfen einen Blick auf einige der Tätigkeiten der Schweizer zugunsten der KFOR. Film City in Pristina, Hauptquartier der KFOR. Alle 30 truppenstellenden Nationen sind hier vertreten und diesen Sommer ist auch der National Contingent Commander, der NCC, der Swisscor, mit seinem Stab hierher gezogen. Grundsätzlich ist Filmverbot im ganzen KFOR-Hauptquartier, doch der Com-KFOR gewährte uns ein Interview zum militärischen Engagement der Schweiz im Kosovo. Als Com-KFOR würde ich mir natürlich immer wünschen, dass die Beiträge größer sind, aber ich würde nicht sagen, dass sie zu klein sind. Es gibt ja den Spruch klein, aber fein. Es kommt nicht unbedingt auf die Zahl an der Soldaten, die geschickt werden, sondern es kommt einfach darauf an, dass die Aufgaben, für die sie hierher geschickt werden, auch von ihnen gelöst werden können, dass sie dafür qualifiziert sind und dass sie entsprechend auch mit der Entschlossenheit und der Hingabe an diese Aufgabe herangehen. Und da fällt dem schweizerischen Kontingent ja eine wichtige Aufgabe zu, sowohl im Süden als auch im Norden, in den sogenannten Joint Regional Detachments und in den Liaison- und Monitoring Teams, den Kontakt zur Bevölkerung zu halten. Laut Com-KFOR fällt der Swisscor also eine wichtige Aufgabe in den Joint Regional Detachments und den Liaison and Monitoring Teams zu. Das französische Camp Novo Selo, nördlich von Pristina. Hier befindet sich das Hauptquartier des Joint Regional Detachments North. Seit Januar 2012 liegt die Führung des JRD North in Schweizer Hand. Am Morning Briefing des FCP, der Multinational Battle Group East, treffen wir Hauptmann Fabrice Dubosson, den Hauskommandanten des LMT Mitrovica. Hier im Norden sind die Liaison and Monitoring Teams aus Gründen der Sicherheit nicht in Häusern, sondern im Camp Novo Selo untergebracht. Die Einsatzgebiete der zwei Schweizer LMTs, die sogenannten Areas of Responsibility, sind groß. Jeder Einsatz hat seine speziellen Herausforderungen und braucht präzise Vorbereitung. Unsere Arbeit ist es, Informationen über Stimmung und Situation vor Ort zu sammeln. Dies als Entscheidungsgrundlage für den Com-KFOR. Informationen sammeln, die Situation beobachten, hier in Mitrovica, dem Hotspot im Norden. Der Stadt, die immer wieder in die Schlagzeilen gerät. Die Lage ist angespannt und ändert sich ständig. Kein einfaches Arbeitsumfeld für die internationalen Teams. Wie verhärtet die Fronten sind, zeigt sich an der Austerlitzbrücke über den IBA. Seit September 2011 verhindert ein Roadblock jeglichen Durchgang. Im serbischen Teil der Stadt trifft Fabrice Dubosson dann auf portugiesische Kameraden des KFOR Tactical Reserve Maneuver Battalion, auch sie unterwegs auf Patrouille. Die Swisscor steht im ganzen Kosovo im Einsatz. Nach einem Blick in den Norden wenden wir uns nun dem Süden zu. Eingang zum deutschen Feldlager in Prizren. Schönen Tag, nice. Hier ist das Hauptquartier des Joint Regional Detachment South untergebracht. Jeden Dienstag treffen sich alle 6 Liaison- und Monitoring-Teams des Südens zum Weekly Meeting. Das Hauptquartier des JRD South ist auch der Arbeitsplatz von Stabsoffizier Markus Träger. Hier im Gespräch mit seinen österreichischen und türkischen Kollegen. Ich bin hier im türkischen JRD Süd, Chef der Analysezelle. Das heisst, die ganzen Berichte von diesen 6 LMT-Teams, 2 Schweizer, 2 österreichische und 2 türkische Teams, kommen am Abend zu uns,
werden von uns analysiert im Hinblick auf das Erarbeiten von Tendenzen oder auf als Frühwarnelement eben auf gewisse Veränderungen in der Lage zeitgerecht reagieren zu können, um eben genau das zu verhindern, was 2004 bei der Märzunruhe ist passiert, dass man nämlich überrascht worden ist durch eine Bewegung, eine kontrolliert geführte Bewegung innerhalb der Bevölkerung. Nach nur 15 Minuten Fahrt ist Markus Träger am Ziel. Wir sind hier im Camp Sultan Murat und ich bin hier angekommen aus dem Vielcamp Prizren, um meinen türkischen Oberst über die aktuelle Lage zu informieren. Rund 1100 KFOR-Soldaten sind im Camp Sultan Murat untergebracht. Kommt an, Yaksamlar. Fine, thanks. Treffen mit dem türkischen Kommandanten des JRD South, Oberst Celic, gehört für den Chef Analysezelle zum Alltag. Entweder im Feldlager oder wie heute im Camp Sultan Murat. Nicht nur Aufgaben im Bereich Stabsfunktionen und LMT übernimmt die Swisscoi. Helipad im amerikanischen Camp Bondsteel. Seit 10 Jahren leistet die Schweiz mit 2 Helikoptern Lufttransportaufgaben zugunsten der KFOR. Im Moment gerade unterwegs im Überflug zum Rekognoszierungsflug zugunsten vom LMT-Team. In den Antrag gestellt, um die Area of Responsibility mal aus der Luft zu betrachten. Der Antrag ist bewilligt worden und wir werden dort 10 Minuten landen mit ihnen ein Briefing machen, sodass sie nachher mal ihren Einsatzbereich für etwa 20 Minuten aus der Luft betrachten können. Am Boden wird der Helikopter von den Mitgliedern des LMT-Haus Malischewo erwartet. Frank. Salut. Frank. Dani, hallo. Eine kurze Begrüßung unter Kameraden und schon wird die Flugroute und der Zweck des Fluges diskutiert. Kuppe bis an den Seilmast dort rauf. Dort am Horizont sieht man. Man sieht ja mit dem Fahrzeug nur die gewissen Geländekammern innen, was geht. Und wenn man wirklich einmal den Überblick hat vom Ganzen, ist das für unsere Arbeit am Boden natürlich von Vorteil. Das Einsatzgebiet des LMT Malischewo ist groß und der Blick von oben für die Teammitglieder wertvoll. Rasant sind die Entwicklungen im Kosovo und so ein Rekoflug bringt ungewohnte Einblicke. Aus luftigen Höhen zurück auf den Boden. Zu Hauptmann Christian Wanner. Als EOD-Offizier der Swisscoi leitete er den heutigen Einsatz. Als Medic. Also aktuell hier auf dem Sprengplatz Orahovac werden wir heute den ganzen Tag Munition vernichten, die wir letzte Woche gefunden haben. Das heisst, es sind über 350 60mm Mörser, die jetzt hier gesprengt werden. Konzentriert machen sich die Schweizer EOD-Spezialisten mit Kollegen aus Deutschland und den USA an die Arbeit. Seit nun schon 2 Jahren unterstützt ein Schweizer EOD-Team im Rahmen der Swisscoi die KFOR. Nach knapp 60 Minuten sind die letzten Vorbereitungen abgeschlossen und Christian Wanner gibt das Zeichen zum Räumen des Sprengplatzes. Okay, du kannst losfahren. Schluss. Immer wieder werden im Kosovo Kampfmittel gefunden, welche durch die EOD-Teams der KFOR vernichtet werden müssen. Ready? 3, 2, 1! Sechs Monate dauert ein Swisscoi-Einsatz und täglich beweisen die 220 Armeeangehörigen ihr Können und stellen sich den Herausforderungen. 13 Jahre Swisscoi in einem Gebiet, das ruhig, aber noch nicht stabil ist. It's nice to have you here, but... Mein Eindruck ist, dass unsere Soldaten einen super Job machen. Ja, man ist richtig stolz als Chef der Armee, wenn man das sieht. Und es ist mir ein Anliegen, dass das, was hier geleistet wird, wir eben auch heraustragen können. Es lange nicht, wenn der Chef der Armee davon begeistert ist, sondern es braucht Politik, die das unterstützt. Das muss am Schluss dann nicht mehr für Kosovo sein, kann für etwas anderes sein. Aber man muss verstehen, dass das, was hier geleistet wird, auch der Sicherheit in der Schweiz zugutekommt.